Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier in Köln. Mehr zum Dickkochen, zum Holztransport. Und zwar werden wir dafür geben eine Forsttechnik rein. Und daher muss ein Gerät kaufen, um die Dinger aus dem Wald ziehen können. Und zwar dieses Teil. Typhoon heißt das Ding. Ne? Anbauen hinten am Trecker und dann entsprechend. Ja, aus dem Wald ziehen, dass man mit Traktor und LKW besser rankommt, ne? Das kaufen wir uns gleich mal. Das Geld muss ja weg, ne? So, den werden wir mal ganz kurz hochheben und dann fahren wir Richtung Händler und holen das Ding. Mal schauen, am besten fahren. Dann gleich die Hauptstraße nehmen und wieder hochfahren. Die Ansicht. Da liegt ja ein bisschen Schnee, ne? Nur ein bisschen. Ja, wir haben einen normalen Winter mit ein bisschen Schnee und leicht Frost. 0 Grad ist ja mehr oder weniger. Alter Frost, ne? Vielleicht drunter ist Frost, vielleicht drüber sind Luftgrade, aber für den Boden ist das glaube ich nicht so. Ach, die Straße ist so krass weg. Verwehung, ne? Wie bei mir zu Hause. Das ist auch meistens so, dass das Problem eher des Windes als der Schneefall ist, ne? Riesige Fellflächen und dadurch kann viel Schnee befrachtet werden. Ja. Jetzt stellen sie ja meistens schon Schneezäune auf, da bildet sich die Schneeverwehung auf der Straße, auf dem Feld. Ne, auf der Straße. Wenn die Straßen ungünstig liegen, von der Tiefe her oder von tiefer als Umgebung, dann ist meistens die Straße auch dazu, früher oder später. Nähe der Küste ist ein bisschen mehr Wind als ja, Flachmann, ne? Ja, hier sollen dann Pferde drin sein allerdings, ne? Ich meine gut, das habe ich mal so als Foto gesehen. Bin schon echt überrascht, echt spannend drauf, was da kommt, ne? Also das muss man überraschen, ne? Aber der Schwerpunkt liegt nach wie vor an Landwirtschaft. Produktionstechnik, wie gesagt, weil ich mir das Ding jetzt in die Blickfeld des Eintrittings gestellt und weil ich gerade eben im Ungunst reagieren. Ja. Ja. Es soll ja angeblich zum nächsten Winter her hin ein etwas normaler Winter kommen mit halt eher wie Winter als wie Frühling. Ne? Das mal überraschen. Der Meteorologe keine Form recht behält. Macht ja mehr Vergleiche mit vergangenen Winter, Wetterabläufe, Wetterkonstellationen, wie sie allgemein im Jahr einstellt und so, das ist dann mit der Vergangenheit vergleichen, ne? Wie die Winter früher mal waren, wie die Wetterlage vorher waren und dann kann man entsprechend so spekulieren, so im Prinzip auf nächsten Winter, wie das dann sein könnte. Gibt Wahrscheinlichkeiten prozentual 70-80%, sagen wir so. Natürlich immer und alles nicht allzu ernst nehmen, aber es wäre an sich mal nicht verwunderlich, wenn auch mal ein kalter Winter kommen würde. Ne? Und dann nur viel Schnee fällt, ist die andere Frage, das weiß man noch nicht. Aber würde Greta gar nicht passen, wenn in Schweden mal Schnee liegen würde. Ne? Würde gar nicht gefallen. Wäre es nicht kalt. Ungemütlich.
Die glauben nämlich alle, dass das Klima stabil bleibt, konstant. Aber das gab es noch nie. Nur dass ein Menschenleben da ein bisschen zu kurz, um da ein bisschen genau was sagen zu können. Ne? Ich glaube mir, die alle die kalten Winter erlebt haben, Anfang der 50er oder 60er Jahren oder hier in den Winterjahren, wo extrem kalt war. Also ich glaube, die meisten, denen wären die milden Winter lieber gewesen als die kalten Winter. Also wenn du schlechte Erden hast zum Beispiel durch die Kälte. Also was, ne? So, jetzt haben wir das Geld gefunden. Jetzt haben wir lieber bisschen wärmer als eine Eiszeit. Und dann gibt es die ersten Probleme mit den Fischern, ne? Wasserzugefroren. Was machen die denn? Eisfischen? Na gut, Tiere brauchen Nahrung, also brauchen wir Sonnenlicht. Wenn ein Eisfleck so weiß ist, dann kriegen die auch kein Sonnenlicht mehr rein, ne? Also, Problem. Problem 2. Die Ernten werden unberechenbar. Man muss mit kürzeren Wachstumszeiten rechnen. Also, ja, und wenn es mal wirklich mal sehr, sehr lange Winter gibt, ja, das fällt vielleicht die Ernte aus. Ne? Weiß man nicht. Also, ich sag mal lieber wärmer als zu kalt. Wer Landwirt ist, der sollte sich auch da entsprechend anpassen. Und wenn er mal Jahre ein bisschen mehr Futter machen kann, zum Beispiel Heu zum Beispiel, dann muss man das halt tun und dann einlagern. Ne? Und dann hoffen, dass man in den nächsten Jahren da entsprechend das nicht wirklich brauchen kann. Also dass man da im Notfall sagen, okay, ich habe zu viel oder zu wenig. Und heute heißt ja meistens genau gerechnet. Die Menge Futter brauche ich, mehr Arbeit muss ich nicht. Also das nächste Jahr, ja, ist es trocken, Gras wächst nicht, da haben sie kein Heu. Ja, da wird man gejammert, ne? Wenn man einmal Schnee fällt, dann müssen wir hier räumen. Im Extremfall. Fahren wir da nicht mehr. Ne? Die Fräse habe ich gesucht, nicht gefunden, aber muss ich mal schauen, wie das gute Stück heißt. Und dann muss ich mal sehen, dass ich von der Ordner die eine Fräse rüberhole, damit ich Mist von den Kühen wegbekomme. Obwohl der Mist rennt ja nicht weg. Ne? Ganzen Dekselage. Das muss auch noch gearbeitet werden. Mal sehen, früher in zwei Fahrzeugen irgendwie. Shuttleverkehr. Eins ran und dann entsprechend. Oh. Und dann entsprechend in die BGH fahren. Oder Mischfutter, geht auch. Wir haben genug Futter in der nächsten Zeit. Denke ich mal. Ja, aber nächstes Jahr werden wir keinen. Wir werden uns am Anfang einmal eine Grasernte haben. Also, ob ich dann einen Lagewald mache oder Heuwald. Oder beides. Den Mais einsehen. Körnermais, die Lage, mache ich den Reiner. Der große Wunsch ist da und soll dann gemacht werden. Ne? Wenn ich wert zu sein und sage, nee, mache ich nicht. Wenn wir hier rechts fahren und dann rechts führen. Wo Traktor alleine geht, kommen wir Richtung Absatz runter. Die Bäume an einer guten Fläche hinstellen.
bleibt nicht im LKW am besten. Da können wir gleich aufladen. Der LKW, wenn man, na, da kann er eine Runde rumfahren. Kann man ja entsprechend feiern. So, fahren wir hier vorne an. Das Holz rausziehen. Dann haben wir die Stunden noch weg. So, vorne runter. Und anschalten. Dann haben wir die Stunden noch weg, da wird nicht mehr rüberfahren. So sieht man nichts, ne? So, oberer Ton passt. Gut, können wir vorne ausschalten. Dann hinten anschalten. Aufsteigen. Na, einschalten, nicht aufsteigen. Mal schauen, wie es am besten geht, ne? Können wir jetzt kurz. Taifun. Machen wir uns die Anweg an. Wackeln. Dann wird man normal gehen. Ach, B. Ich mit Maus. Man muss auch lesen können, ne? Wer liest kann, ist mal ein Vorteil. So, wieder B. Mal gucken, wie langsam er gehen kann. Eins, zwei, drei. Ein noch. Und elf Meter. Viel wie möglich rausziehen. So, wir haben schon 1, 2, 3. Wir sind eigentlich zusammen. Gut, müsste mal reichen, ne? Ob das Ding reißt nicht. So, wir sollten neben LKW fahren, ne? Ja, die verwandeln sich, glaube ich. Wir machen mal Allrad, ne? Hat aber klappt. Also kurz wieder mal ausmachen, das ist irgendwie neu in der Steuerung. Betrunk. Wir müssen mal ein bisschen ranziehen. Jetzt hier noch. Das sind 3, 6 Bäume.
So. Jetzt müssen wir mal was probieren. Und zwar. Hier werden wir was probieren. Nehmen wir einen Traktor. Aussteigen. Wir laufen mal zum Hof. Und da holen wir einen großen Holland. Hat das war ein Sprung, ne? Sportlich wie ich bin. Im Spiel. Früher war ich auch gut im Laufen, aber heute glaube ich eher nicht. Wildfahrer nicht arbeiten, aber klar. Der hat ein bisschen mehr Power dann gemacht. Da bin ich ganz sicher, ob er die Möglichkeit überhaupt hat. Aber sonst müssen wir einen Traktor nehmen. Und der ist halt aus einer, mit der Kraft, das kann ich nicht haben. Ne? Und dann nehme ich das und vielleicht räumen. So, liebe Zuschauer, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Wir sagen tschüss, ciao. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter. Wir werden das Holz aus dem Wald holen. Ne? Tschüss.